Hallo, du denkst, dass du schon richtig gut die Rechenregel Punkt vor Strich anwenden kannst und mit Aufgaben mit Klammern oder Klammern in der Klammer umgehen kannst? Dann bin ich wirklich gespannt, ob du die Aufgabe, die ich hier für dich habe, lösen kannst. Denn hier findest du eine Klammer in der Klammer in der Klammer. Mal schauen, ob du diese Aufgabe lösen kannst, ohne dich zu verrechnen. Schnapp dir was zu schreiben und fang an. Während du die Übung machst, pausierst du bitte das Video und lässt es weiterlaufen, wenn du fertig bist. Dann kannst du deine Lösung mit meiner vergleichen. Bis gleich. Willkommen zurück. Na, wie lief's? Wenn du zwei heraus hast, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Und ich muss sagen, was Punkt vor Strich und Klammerrechnen angeht, hast du es wirklich schon drauf. Wenn das nicht ganz geklappt hat, dann sei nicht enttäuscht. Ich zeige dir die Lösung der Aufgabe Schritt für Schritt und am Ende meines Videos weißt du, wie man auf 2 kommt. Grundsätzlich gilt ja die Regel, dass man immer die innere Klammer zuerst berechnen soll. Auf dem Weg dahin kannst du aber immer schon, wenn zwei Zahlen durch eine Punktrechnung miteinander verbunden sind, diese auch ausrechnen. Und so fange ich mal mit 9 mal 7 an, was 63 ist. 3 mal 17 ist 51. Und 338 geteilt durch 2 ist 169. Dann kommt die innere Klammer. Hier gibt 4 mal 8 32 und 12 mal 12 ist 144. Dann zweimal die Klammer zugemacht, geteilt durch 3. Und dann stoße ich noch auf 120 geteilt durch 3, was 40 ist. Und ganz am Ende steht da noch 2 mal 19, das ist 38. Puh, erstmal durchschnaufen. Dann geht's weiter. Als nächstes muss ich die innere Klammer, die ich hier grün hervorgehoben habe, zusammenfassen. Auf dem Weg dahin stoße ich auf 51 plus 169, was ich auch schon mal zusammenzähle. Das ist 220. Danach kommt die innere Klammer. 32 plus 5 gibt 37 plus 144 gibt 181. Der Rest wird jetzt erstmal abgeschrieben. Und dann geht es mit dieser Klammer hier weiter. 220 minus 181 ergibt 39. Und schon habe ich nur noch eine Klammer in der Aufgabe. Hier berechne ich zuerst die Punktaufgabe, 39 geteilt durch 3, das ist 13. Den Rest schreibe ich ab. Und dann fasse ich diese Klammer zusammen. 63 minus 13 ist 50 und 50 minus 40 ergibt 10. Dann gilt mit 4 mal 10 wieder Punkt vor Strich, das ist 40. Und 40 minus 38 ergibt, wie vorhin bereits verraten, das Endergebnis 2. Ich hoffe, du hast das auch heraus und dass mein Video dir weitergeholfen hat. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Lösen solcher Aufgaben und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald!